Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Auf jeden Fall soll das Video kein großes Video werden, das soll nur ein kleines mäßiges Infovideo, sag ich mal, werden. Ihr lest ja schon unten mein neues Musikvideo. Ja Leute, und zwar habe ich einen neuen Song geplant. Ich bin auch recht weit mit dem, der Text ist eigentlich schon so gut wie fertig, fehlt halt nur noch die Aufnahme und das Musikvideo theoretisch. Und zwar, ich wollte euch gerne dazu ein paar Punkte sagen und dann wollte ich euch noch ansprechen, weil dieses Jahr habe ich sehr viel vor, sprich Fantreffen, sprich Merch. Es wird auf jeden Fall dieses Jahr vieles auf euch zukommen, weil ihr habt gesehen, dass in letzter Zeit relativ sehr viel, sag ich mal, Stress war, Scheiße passiert ist. Und ich sag mal so, ich will das Ganze jetzt wieder gut machen, weil ihr seid eine harte Zeit jetzt mit mir durchgegangen. Ich bedanke mich erstmal bei jedem, der mit mir durch diesen harten Weg gegangen ist. Und auf jeden Fall werde ich das D zurückgeben, die mit mir den harten Weg zurückgegangen sind. Ach, keine Ahnung. Ja Leute, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir fangen mit dem Song an und los geht's. Auf jeden Fall, ihr wisst ja alle, ich habe mit einer Person mal einen Song zusammen gemacht. Ich will seinen Namen jetzt auch nicht erwähnen. Ja Leute, der Song ist mir aber später erst eingefallen, war wirklich totaler Scheiß. Das gebe ich selber von mir aus zu und ich dachte mir so, okay, mit dieser Person, mit der ich das Video gemacht habe, war ehrlich scheiße. Ich habe das auch gelöscht, wie ihr gesehen habt, ne? Aber das hat einen anderen Grund, warum ich das gelöscht habe. Nicht, weil das scheiße war, sondern für die, die meine anderen Videos geguckt haben, zu dem Thema wissen warum. Ja Leute, auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, okay, ich mache einen neuen Song. Da werde ich mir aber richtig viel Mühe geben. Sprich, da werde ich auf dem Takt bleiben. Also ich werde dazu natürlich alles dafür tun, dass ich auf dem Takt bin. Das Musikvideo wird tausendmal besser sein. Ich werde meine Aufnahme in Bielefeld haben, also wenn ich die Tage in Bielefeld bin, dort das Musikvideo drehe, werde ich euch auf jeden Fall Bescheid sagen, weil ich nach dem Video drehe, da wahrscheinlich noch ein bisschen chillen werde, also für die, die aus Bielefeld kommen, bleibt aktiv. Ja Leute, der nächste Punkt ist die Aufnahme, da habe ich jetzt auch einen guten Kumpel von meinem Dad, der auch selber Rapper ist, dort werde ich aufnehmen, das heißt die Aufnahme wird komplett anders sein, man wird wahrscheinlich zu 100% die Stimme erkennen. Ich sag mal so Leute, bei dem letzten Musikvideo habe ich euch, sage ich mal, so viel versprochen. Ich habe gesagt, boah, der wird so mies und krank und so. Das lag einfach daran, das war mein erster Song. Ich war so krass überzeugt davon, so. Ich kannte das selber noch nicht, das Ganze. Aber anscheinend war das doch nicht so, deswegen möchte ich mich auf jeden Fall dafür nochmal entschuldigen. Und deswegen will ich jetzt nicht so große Versprechungen machen. Ich werde euch einfach sagen, dass gerade ein Song in Planung ist. Das wird auch nicht mehr lange dauern. Ich würde sagen maximal einen Monat oder so, aber ein genaues Datum kann ich noch nicht festlegen. Dies werde ich erst festlegen, wenn ich meine Aufnahme fertig habe und das Musikvideo dazu fertig habe. Also bleibt auf jeden Fall aktiv. Der Song, sage ich mal so, bitte bewertet den Song nicht nachdem, ob ihr mich mögt oder nicht. Das Ding ist einfach der Problem, selbst wenn eine Person, nehmen wir mal UpRed als Beispiel, so seine letzten, sage ich mal, zwei Lieder waren gar nicht mal so schlecht und da gibt es einfach Leute, die sagen einfach, doch, aus Prinzip, weil seine Lieder davor so scheiße waren, muss ich die jetzt disliken. Aber tut mir mal einen Gefallen, wenn ihr mein Musikvideo hört, bitte hört genau auf den Text, hört euch genau an, was ich da sage und so und dann bildet euch bitte eure Meinung. Das war's zum Thema Musikvideo. Kommen wir zum Thema Fantreffen, worauf alle gewartet haben von euch, denke ich mal. Ja Leute, ihr wisst ja, dass ich im letzten Jahr sehr viele Fantreffens gemacht habe, dann aber eine Pause gemacht habe. Das lag daran, aufgrund des Wetters und so, da dachte ich mir so, okay, in so einem Winter da zu stehen, in der Kälte und so, wenn nicht toll, sage ich mal so. Aber jetzt beginnt wieder cooles Wetter, Leute. Das heißt, es kommen wieder zahlreiche Fantreffens. Sprich, das heißt, schreibt mal eure Stadt in die Kommentare und ich sag mal so, die Kommentare, die am meisten Likes kriegen und so, da denke ich mir so, okay, in diese Stadt könnte ich fahren, da erwarten mich auf jeden Fall viele Leute und alles drum und dran. Also, ja, macht euch einfach drauf gefasst, dieses Jahr, Sommerferien allgemein, Sommer, Wochenende, Explosion mit Fantreffen, Explosion. Kommen wir nun zum Thema Merch. Viele haben mich gefragt, Younes, warum ist deine Merch-Seite offline, warum ist das offline? Da habe ich denen gesagt, ja, ist ein neues in Planung. Auf jeden Fall jetzt, dieses Merch, was ich geplant habe, plane ich schon seit locker 2-3 Monaten. Weil bei dem Merch will ich mir persönlich auch sehr viel Mühe geben. Der wird auf jeden Fall, ich verspreche euch nichts, schaut euch das am besten selber an, wenn es fertig ist. Auf jeden Fall, das waren die ganzen Infos dazu und jetzt genau zuhören für die, die bis zum Ende dran geblieben sind. Ich weiß nicht, ob viele von euch den Instagrammer und YouTuber typisch Ian kennen. Auf jeden Fall, ich und er kennen uns schon länger. Wir waren auch relativ gut befreundet, also für die, die ihn kennen. Ja, Leute, wir waren auf jeden Fall länger befreundet, waren auch schon länger im Kontakt.
Und dann aus dem Nichts, keine Ahnung, haben wir dann den Kontakt verloren. Aber jetzt haben wir uns wieder zusammengefunden. Und wir beide haben zusammen was sehr, sehr Großes geplant. Vieles zusammen, sprich Fantreffen auch. Und jetzt hört zu, nicht, dass ich das falsch erkläre. Also ich werde auf meinem Kanal ein Musikvideo alleine machen. Also mein Song wird alleine gemacht. Dann hatte er mich halt gefragt, ob ich mit ihm einen Song zusammen machen möchte auf seinem Kanal. Und das ist gerade alles in Planung. Sprich, ich werde mit ihm einen Song zusammen machen auf seinem Kanal und auf meinen einen alleine. So, das haben wir so beschlossen. Und da werden auf jeden Fall große Sachen auf euch zukommen, von uns alleine, aber auch viel, viel, sehr viel von uns beiden. Also ich denke mal, dass sehr viel von unseren beiden Seiten kommen wird. Also macht euch auf jeden Fall gefasst. Ich freue mich auf jeden Fall persönlich. Macht euch bereit, 2018 wird abgerissen, Leute, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Was ist los? Ja, ich drehe gerade ein Video, es ist gerade ein schlechter Zeitpunkt momentan. Okay, mein Bruder war gerade drin, auf jeden Fall, das war die ganze Info. Falls ihr noch irgendwie Fragen habt, schreibt mir auf Instagram dazu. Falls ihr euch nicht antwortet, seid nicht böse, vergesst nicht eure Stadt unten zu kommentieren. Und ich würde sagen, ciao und bis zum nächsten Mal, Leute.